Als nächster Redner spricht nun Kollege Kasseckert von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Einzelplan 07 Wirtschaft, Verkehr, Energie, Infrastruktur zu sprechen, könnte in Zeiten wie diesen schwieriger sein. Ganz im Gegenteil. Wir haben äußere Faktoren, wir haben Kennzahlen, Indikatoren, die ausgesprochen positiv die Situation darstellen lassen. Wir hatten im Jahr 2015 ein Wachstum von 1,7%. Wir haben im ersten Halbjahr 2016 noch einmal mit 2% eine Steigerung erfahren. Also, Sie sehen, wir sind in einer Situation, die als durchweg positiv zu bezeichnen ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage in die Zukunft gerichtet ist, was können wir mit dieser Situation, wie können wir diese Situation für Zukunft erhalten? Welche Gestaltungsspielräume ergeben sich hier für den Bereich der hessischen Wirtschaft? Und ich sage noch einmal, so hoch wie noch nie sind die Staatseinnahmen. Das diskutieren wir seit zwei Tagen. Wir diskutieren darüber, wie man diese am besten einsetzen kann, mit unterschiedlichen Ideen, mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Aber die hohe Beschäftigungsquote und auch die niedrige Arbeitslosenquote, so niedrig wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr hier in Hessen, alle Landkreise liegen deutlich unter 10%, manche sogar um die 4%, fast Vollbeschäftigung, woher Frau Wissler dann den Begriff Massenentlassungen hernimmt, das erschließt sich mir nicht. Also darüber haben wir in den letzten Monaten und Jahren nicht zu diskutieren gehabt. Also von daher ist es etwas an der Realität vorbei. Und ich sage auch, Frau Wissler hat am Ende ihrer Rede ja auf die Erwartungshaltung an den hessischen Wirtschaftsminister angesprochen. Und natürlich war das mit Erwartung geprägt. Was wird ein grüner hessischer Wirtschaftsminister in Wirtschaftspolitik einbringen? Wird er ausschließlich umweltgetrieben sein? Aber ich glaube, das will ich anerkennend sagen, er hat die richtigen Prioritäten gesetzt in dieser Landesregierung. Er hat im Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie die richtigen Wege beschritten. Und wir haben, das sehen wir auch in diesem Haushalt, die richtigen Schwerpunkte im Bereich von Mobilität und Infrastruktur gesetzt. Das betrifft Nord, das betrifft Mitte und auch Südhessen. Und deshalb glaube ich, dass wir mit der, und das bitte ich auch anerkennend so zu verstehen, mit der Politik der Hessischen Landesregierung und insbesondere im Bereich der Wirtschaft und der Federführung von Herrn Al-Wazir ausgesprochen zufrieden sein können. Dafür herzlichen Dank. Aber für das Vergangene gibt es nichts. Wir müssen den Blick nach vorne richten und müssen die richtigen Weichenstellungen vornehmen. Ich will jetzt an drei Beispielen festmachen, wo ich glaube, dass wir mit diesem Haushalt 2017 und mit dem Blick darüber hinaus richtig handeln werden. Das eine ist das Thema Verkehr, Mobilität, Infrastruktur. Straßenbau ist eines der zentralen Themen. Der Umbau, der Erhalt und auch der Neubau von Straßen ist hier häufig schon diskutiert worden. Ich stelle fest, der Timo Eckert hat diesen Bereich ebenfalls kritisch angesprochen, ich stelle fest, noch nie war so viel Geld im hessischen Straßenbau wie im Haushalt 2017. Mit 144 Millionen Euro im Jahr 2017 erreichen wir einen Rekord. Ich bin sicher, es geht auch noch etwas mehr. Wir könnten auch noch etwas mehr vertragen. Aber ich will eine Zahl nennen, nur um das auch deutlich zu machen, wo wir herkommen. Ich gebe zu, es ist schon lange her. Aber 1999, als die CDU in die Hessische Landesregierung eingetreten ist und der zuletzt verwaltete Haushalt der SPD im Straßenbau, Herr Eckert, 27 Millionen Euro umfasst hat. Ich weiß, dass das lange her ist, aber trotzdem ist die Zahl 27 Millionen zu 90 Millionen einige Jahre später, glaube ich, eine deutliche Steigerung und zeigt auf den wichtigen Weg. Wir haben im Jahr 2017 54 Millionen € für Planung. Ich will auch an der Stelle sagen, dass Planung, die vorausschauende Planung für den hessischen Straßenbau eine der Kernaufgaben ist. Das kann vielleicht mehr sein. Aber die Frage ist, wie schaffen wir Kapazitäten der Planung heran? Wenn wir heute feststellen, dass wir das Geld, das im Landeshaushalt zur Verfügung steht, auch für Bundesmaßnahmen zur Verfügung steht,
oftmals deshalb vielleicht nicht die 100% ausgeben können, weil wir kaum noch planfestgestellte Maßnahmen haben, dann ist es kein Versäumnis der letzten zwei Jahre, sondern dann ist es ein Versäumnis der Zeit auch davor. Und das sage ich selbstkritisch auch an die Zeit unserer Landesregierung. Wir hatten im Jahr 2013, das ist ein Zeitraum, der deutlich kürzer ist, für den Bereich der Planung 33,5 Millionen Euro. Nur zum Vergleich, wir haben jetzt 54 Millionen Euro in 2017 und 65 Millionen Euro für 2018 vorgesehen. Auch daran erkennen Sie, dass wir den richtigen Weg beschritten haben und entsprechend nicht nur im nächsten Haushalt, sondern auch in den Jahren danach die Weichen stellen wollen, damit Infrastruktur weiter wachsen kann, damit Infrastruktur erhalten werden kann und letzten Endes damit auch ein wichtiger Standardfaktor für die hessische Wirtschaft bedeutet. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, das ist das Thema ÖPNV, nicht nur der Individualverkehr, sondern auch ÖPNV. Wir haben zu Recht in den letzten Tagen wurde darauf hingewiesen, die Regionalisierungsmittel, die Finanzierungsvereinbarung mit den Verkehrsverbünden unter Dach und Fach bringen können, über 4 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Auch hier gilt, ich will keine Superlative nennen, aber auch hier gilt, dass wir noch nie so viel Geld zur Verfügung hatten, auch im ÖPNV, wie im Jahr 2017. Es ist richtig, dass wir 100% der Bundesmittel durchgeleitet haben, aber das Land legt aus eigenen Mitteln auch noch einmal 124 Millionen Euro dazu, aus Landesmitteln. Das soll Angebote in der Fläche erhalten. Insbesondere Nordhessen war ja in der Diskussion davon betroffen, möglicherweise Angebote zurücknehmen zu müssen. Hier ist der richtige Schwerpunkt gesetzt. Hier ist der richtige Weg beschritten. Und ich glaube, dass Nord-, Mitte- und Südhessen auch in dem Verband oder in der Diskussion der Verbünde untereinander eine hervorragende Vereinbarung treffen konnten. Und ich will im ÖPNV auch den zweiten Punkt nicht verhehlen. Und ich habe vorhin von Ideen gesprochen, die wir aus Ökologie und Ökonomie zusammengebracht haben. Und eine Idee der Bündnis 90 der Grünen war das Schülerticket, niedergeschrieben auch in unserem Koalitionsvertrag. Und ich muss sagen, ich sehe dort oder habe erfahren, dass es ein überzeugendes Konzept ist. Als Familienvater, der selbst schulpflichtige Kinder noch hat und weiß, was wir auch zusteuern müssen für eben auch die Schülerbeförderung, dann, wenn es in die E-Phase geht, ist es relativ leicht zu rechnen. Aber es geht gar nicht so sehr darum, es rechnen zu können, sondern es geht darum, dass wir ein Stück weit auch mit der ÖPNV-Nutzung Hemmschwellen überwinden, attraktive Angebote schaffen und dass wir damit mit einer stärkeren Inanspruchnahme von ÖPNV-Maßnahmen auch auf lange Sicht ÖPNV-Kostennutzen besser gestalten können und Angebote in der Fläche damit auch künftig hoffentlich erhalten werden können. Mein Dank gilt an der Stelle auch den Schulträgern, die ihre Budgets beibehalten haben, im System gelassen haben. Aber 20 Millionen Euro seitens des Landes für das Schülerticket soll nicht unerwähnt bleiben. Es ist uns etwas wert, an der Stelle das Projekt anzugehen, das Projekt anzuschieben. Dafür brauchen wir auch Werbemittel. Timo Eckert hat es angesprochen. Und ich bin gespannt, wie das Projekt anlaufen wird. Ich bin davon überzeugt, dass es ein gutes wird. Und der letzte Punkt, Digitalisierung und Breitband. Digitalisierung und Breitband. Unsere Welt hat sich verändert. Und das spiegelt sich ganz besonders in der technischen Infrastruktur. Ich bin nur froh, dass die Zeiträume für den Aufbau digitaler Infrastruktur nicht vergleichbar sind mit den Zeiträumen der Straßeninfrastruktur, dass wir hier schneller handeln können, dass wir kürzer in der Lage sind, zu reagieren. Das hat Hessen bewiesen, auch wenn die Zahlen von Timo Eckert anders interpretiert wurden. Hessen ist unter den Top 3 – Tobias, Entschuldigung. Entschuldigung, nehme ich zurück. Hessen ist unter den Top 3 der Bundesländer in Deutschland. 72% haben eine Versorgung mit 50 Mbit, insbesondere aber für die Gewerbeflächen. Da liegen wir deutlich über dem Bund. Und das ist Voraussetzung für Innovation, für Prosperität, für Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft. Herr Kollege, dafür, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Jawohl, ich komme gleich zum Ende. Und auch dafür werden wir im nächsten Jahr über 5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, werden das ausbauen, was wir bisher im Bereich auch des Breitbandausbaus angeschoben haben, und auch hier unseren Schwerpunkt sehen. Weitere Themen, Elektromobilität, die Beratung der Wirtschaft, die Integration von Flüchtlingen, der Ausbau auch der Tätigkeit der Hessenagentur sind begleitend Maßnahmen, die wir wichtig sehen für die hessische Wirtschaft.
Ich komme zum Ende. So viel Geld wie noch nie für Wirtschaft und Infrastruktur. Die richtigen Prioritäten dieser Hessischen Landesregierung, auch wenn es immer etwas mehr geht. Und an den Anträgen der Oppositionsparteien sehen wir, dass es auch unterschiedliche Meinungen über die Verwendung des etwas mehr geht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich möchte Ihnen, Herr Minister, und insbesondere der Verwaltung und auch der nachgelagerten Dienststellen wie Hessen Mobil und andere ein herzliches Dankeschön sagen. Hessen steht auf sicheren Füßen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Einzelplan 07 ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Denn er spiegelt am Ende die Rahmenbedingungen für Erfolg oder Misserfolg eines Landes wider. Er zeigt die Rahmenbedingungen auf für wirtschaftliches Handeln und am Ende auch für den Aufwuchs von Arbeitsplätzen. Und damit entscheidet er auch sehr maßgeblich über den Wohlstand unseres Landes. Und Herr Kasseckert, da frage ich mich dann schon, ob Sie wirklich davon überzeugt sind, was Sie jetzt hier gerade uns alles versucht haben zu erzählen, oder ob das eigentlich nur dem Projekt Schwarz-Grün untergeordnet ist. Ich weiß gar nicht, was an dieser Stelle schlimmer wäre. Aber manchmal frage ich mich dann schon, ob Sie dann noch klare Schwerpunkte als CDU-Fraktion haben. Freie Demokraten gehen mit klaren Schwerpunkten in diese Debatte hinein. Das ist einmal der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, der Ausbau der digitalen Infrastruktur, Förderung der Wirtschaft, insbesondere bei der Verwandlung vom digitalen Zeitalter hin zur Wirtschaft 4.0. Das ist die Unternehmensgründung, die Innovation, Start-ups und auch am Ende die konsequente Streichung von Subventionen. Meine Damen und Herren, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, der Landesstraßenbau, da ist ja hier schon vieles zu gesagt worden. Deswegen würde ich mich da an dieser Stelle kurz fassen wollen. Herr Kollege, als wir zusammen regiert haben, haben wir einmal 200 Millionen € jedes Jahr für den Landesstraßenbau vereinbart. Das können Sie nicht wissen, Sie waren nicht dabei, aber es waren 200 Millionen € jedes Jahr. Da bleiben Sie aber deutlich hinter zurück. Ich weiß nicht, was Sie jetzt bei Ihnen Politik ist. Und meine Damen und Herren, also, Herr Tarek Al-Wazir, was im Koalitionsvertrag drin gestanden hat zwischen CDU und FDP, ich glaube, das weiß ich dann schon immer noch besser als Sie. Ja. Meine Damen und Herren, dem Prinzip Sanierung von Neubau, das wäre ja schön, der Kollege Eckert hat Ihnen Ihr Zahlenbeispiel eben schon schön auseinandergenommen. Ich hätte das an dieser Stelle wiederholt, will ich gar nicht tun, aber das zeigt alleine, dass Ihre Haushaltsansätze eben nicht funktionieren, dass Sie in dem Straßenbau eben kein Zukunftsprojekt sehen, dass Sie darin eben nicht auch z. B. eine Entlastung von Menschen, von Durchgangsverkehren erkennen, dass Sie eben nicht neue Verbindungsmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum sehen, sondern Sie wollen am Ende nur den Status quo erhalten. Und selbst dafür setzen Sie noch nicht mehr genügend Mittel ein. Meine Damen und Herren, auch was den Bundesstraßenbau anbelangt, da haben wir ja schon viele Debatten hierzu geführt. Ich will nur auf einen Punkt hinausgehen, auf den gerade was die Planungskosten, das mag nur ein Teilaspekt sein. Aber wir haben uns als FDP von einem Fraktionsvorsitzenden Al-Wazir immer anhören müssen, nach dem Motto, man würde sich beim Bund nicht genügend dafür einsetzen, dass die Planungsmittel entsprechend vom Bund wieder refinanziert werden, sondern dass es bei 3% bleibt. Meine Damen und Herren, da sind wir noch keinen Schritt weitergekommen. Herr Al-Wazir, Sie sind ja jetzt nicht erst seit vorgestern im Amt. Auch dazu hätten Sie mal klare Stellung beziehen können. Aber da ist auch Fehlanzeige. Und auch das Gleiche. Wie steht die Landesregierung zu einer Bundesfernstraßengesellschaft? Hätte uns als Parlamentarier auch einmal interessiert, welche Stellungnahme denn die hessische Landesregierung dazu hat. Denn immerhin sind wir Transitland Nummer 1 in Deutschland, und wir haben mit Abstand einer der höchsten Bedarfe, was die Bundesfernstraßen anbelangt, aller Länder überhaupt. Meine Damen und Herren, wir haben neben der
Verkehrsinfrastruktur, aber vor allen Dingen den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Blick. Das ist eine Chance unserer Bürger im Bereich der Bildung, im Beruf. Digitale Infrastruktur definiert Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, von Handwerk, vom Architekten bis mittelständischen Industrieunternehmen. Und dazu braucht es nach unserer Auffassung vor allen Dingen drei Säulen. Das ist der Ausbau des Breitband- und des Glasfaserausbaus. Das ist die mobile Datenkommunikation und auch WLAN an den öffentlichen Standorten. Es ist ein Unding, dass Hessen laut jüngster Breitbandatlas bei den zukunftsfähigen Anschlüssen von mehr als 50 Mbit nicht nur hinter die Stadtstaaten Berlin, Hamburg, Bremen, sondern auch hinter Flächenländer wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg liegt. In Frankfurt ist einer der größten Internetknoten der Welt. Und wir sind nicht in der Lage, diesen einmaligen Standortvorteil zu unseren Gunsten zu nutzen. Wir brauchen deutlich mehr Anstrengungen für einen konsequenten Ausbau der Glasfaserstruktur, aber auch beim Abbau oder Ausbau mobiler Datenkommunikation, Abbau von Hemmnissen. Hier liegt Hessen nur im Mittelfeld, meine Damen und Herren. Und das ist schon einmal anders gewesen, als wir Verantwortung getragen haben, lagen wir an der Spitze der Bundesländer. Hier sieht man, hier hat sich deutlich etwas verändert. Wir wollen das ändern. Wir wollen das wieder ändern. Hessen soll Pilotregion für den Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration 5G werden. 5G wird mobile Datenkommunikation revolutionieren. 5G ist die technische Basis für voll vernetzte, autonome gesteuerte Mobilität und Internet der Dinge. WLAN an öffentlichen Orten gehört ebenfalls zu einer zukunftsorientierten digitalen Infrastruktur. Meine Damen und Herren, gerade für kleine Unternehmen ist diese Transformation in das digitale Zeitalter eine große Herausforderung. In Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern brauchen wir zielgerichtete Programme, die Betriebe bei dieser Transformation unterstützen. Die neuen Vertriebschancen aufzeigen, bei Umsetzung neuer technischen Standards helfen. Digitalisierung ist aber vor allem eine Stunde der Gründer der Start-up-Szene. Hessen und Rhein-Main haben hier einen großen Nachholbedarf. Aber, Herr Staatsminister Al-Wazir, bevor wir Sie wieder sagen, dass ich hier immer alles nur schlecht rede, nein, der Think Tank in Frankfurt ist ein richtiger Schritt. Da ist gestern gesagt worden, der Schritt käme zu spät. Ich bin der Meinung, dass es niemals zu spät ist, in die richtige Richtung zu gehen. Gut gemacht. Start-ups und Gründer sind Motoren für die digitale Innovation und die Modernisierung unserer Wirtschaft. Wichtige Innovationen, technologische Impulse kommen heute von diesen Newcomern und nicht mehr unbedingt von den etablierten Anbietern. Die Ansiedlung und Förderung dieser Unternehmen hat strategische Bedeutung für die Entwicklung der gesamten hessischen Wirtschaft, denn sie forcieren maßgeblich die Transformation vom analogen ins digitale Zeitalter. Meine Damen und Herren, Start-ups, diese Gründerszene, braucht aber vor allen Dingen eins. Sie braucht Venture Capital. Sie braucht Risikokapital. Und meine Damen und Herren, wir sind in einer Gesellschaft, in einem Wirtschaftsumfeld, die stark immer noch von den Banken geprägt ist, von einer Bankenfinanzierung. Und wir müssen hier neue Wege denken. Wir müssen privates Risikokapital mit Risikokapital des Landes zusammenbringen und so eine Start-up-Szene gründen, die wirklich eine Chance hat, neue Produkte auf den Markt zu werfen. Und, meine Damen und Herren, wenn wir Risikokapital sagen, heißt das auch am Ende, dass die Unternehmen auch scheitern dürfen. Wenn wir uns die Berichte der WI-Bank anschauen, dass die Ausfallerquote
bei dem, was das Land da zu verkraften hat, recht minimal ist. Da könnte man sagen, da haben die Banker gut gewirtschaftet. Meine Damen und Herren, nein, es gehört eben auch zu einer Gründerszene dazu. Es gehört eben zu einem Risikokapital auch dazu, dass dieses Kapital auch verloren gehen darf. Und meine Damen und Herren, auch da müssen wir ein Stück weit neu denken. Wir müssen Gründer und Kapitalgeber miteinander verbinden. Ich denke, dass unsere Förderbank hier ein gutes Instrument wäre, hier wirklich neue Wege zu beschreiten. Kollege Kai Klose hat eben die Mikrodarlehen angesprochen. Veränderte Produkte hat es bei dieser Regierung nicht gegeben. Die Mikrodarlehen sind noch zu unserer Zeit entstanden. Tut mir leid, wenn ihr euch jetzt heute als quasi als Gründervater dieser Idee erklären wollt. Das ist schon vor eurer Regierungsverantwortung entstanden. Meine Damen und Herren, 3 Sekunden noch. Ich hätte auch ganz gerne mal was gehört, wie Ihre Strategie aussieht zu der Haus-auf-Strategie, die wir mal gemeinsam vor allen Dingen forciert haben. Wie gedenkt diese Landesregierung umzugehen mit dem Holm, mit anderen Haus-auf? Das wäre auch mal eine gute Frage und jede Debatte wert. Freue ich mich. Vielleicht gibt es ja mal wieder eine Regierungserklärung vom Wirtschaftsminister. Hat dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte damit beginnen, dass ich doch noch einmal am Beginn dieser Aussprache über den Einzelplan des Wirtschafts-, Energie-, Verkehrs- und Landesentwicklungsministeriums darauf hinweisen will, dass wir momentan einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, wie es ihn lange nicht mehr gegeben hat. Es ist angesprochen worden, die hessische Wirtschaft ist im ersten Halbjahr 2016 um 2,0 % gewachsen. Sie ist 2015 um 1,7 % gewachsen. Und da kann man sagen, das ist genau im Bundesschnitt, wobei man aussagen muss, dass wir das natürlich von einem viel höheren Niveau aus machen. Das heißt, plus 1,7 in Hessen ist absolut sehr viel mehr als plus 1,7 in anderen Bundesländern. Und ich glaube deshalb, dass wir an dieser Stelle auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Frau Löber, da gibt es nichts zu lachen. Plus 1,7 in Hessen ist doppelt so viel als plus 1,7 wie in Sachsen-Anhalt. Es bleiben 1,7 %. Aber wenn man auf einem sehr hohen Niveau ist, ist plus 1,7 % ziemlich viel. Wenn man ziemlich hinten dran ist, ist plus 1,7 % ziemlich leicht. Und deswegen, mit Verlaub, ist die Frage, dass wir an dieser Stelle im Bundesschnitt sind, erst einmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und im ersten Halbjahr waren wir sogar über Bundesschnitt. Aber die prozentuale Wachstumsrate ist gar nicht so sehr das, was mich zuallererst interessiert. Was mich auch interessiert, ist die Frage, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Wir haben eine Arbeitslosenquote, die so niedrig ist wie seit 25 Jahren nicht mehr. Wir waren im letzten Monat bei 5,0 %. Wir waren das erste Mal seit Jahrzehnten in der Situation, dass es keinen Kreis und keine Stadt in Hessen mehr gibt, die eine Arbeitslosenquote im zweistelligen Bereich hat. Das heißt, wir sind auch in der Stadt Offenbach bei 9,8 % gewesen. Und natürlich mache ich mir auch Gedanken über die Frage, was eigentlich das bedeutet, wo wir dazu beitragen können, dass dieser Aufschwung auch bei möglichst vielen ankommt, wo unsere Aufgabe ist, auch diejenigen zu fördern, die bisher an diesem Aufschwung nicht teilhaben können. Deswegen will ich ausdrücklich sagen, obwohl die Lage auf dem Ausbildungsmarkt besser geworden ist, obwohl die Lage auf dem Arbeitsmarkt besser geworden ist, haben wir, wenn Sie einmal in das Etat des Ministeriums schauen, bei der Frage der Förderung unserer Ausbildungsplatzprogramme, bei der Frage der Qualifizierung, bei der Frage der Nachqualifizierung, bei der Frage auch dessen, was wir gemeinsam mit den Sozialdemokraten im letzten Jahr, Stichwort Flüchtlingspaket beschlossen haben, Hauptschülerprogramme nicht gestrichen, sondern beibehalten. Und an dieser Stelle will ich ausdrücklich sagen, obwohl die Lage gut ist, haben wir das an dieser Stelle gemacht. Und weil Kollegin Wissler angesprochen hat, dass der DGB-Vorsitzende Hoffmann
in einem Radiointerview gesagt hat, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik von Schwarz-Grün habe erschreckende Leerstellen. Ja, das habe ich auch gehört. Der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN, Kollege Wagner, hat daraufhin Herrn Hoffmann angeschrieben, hat einmal so gesagt, was wir alles so tun, von Sozialbudget bis zu den Ausbildungsplatzprogrammen, von der Frage bis hin zur Mitfinanzierung der Beratungsstelle Faire Mobilität, was die Wanderarbeiter angeht, und hat den DGB-Vorsitzenden gebeten, einmal zu sagen, wo denn aus seiner Sicht die Leerstellen sind. Weder das eine noch das andere war ein offener Brief, aber ich sage es einmal so, wenn am Ende des Tages als Antwort nur der Verweis auf die Landesbeamten kommt. Ich verstehe jeden Beamten, liebe Kollegin Wissler, der nicht begeistert ist, wenn er statt 1%, statt 2% 1% Besoldungserhöhung bekommt. Aber zu sagen, dass das sozusagen eine erschreckende Leerstelle in der Sozialpolitik ist, also glücklicherweise sind Beamtinnen und Beamte nicht die Armutsgefährdeten in diesem Land. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, wie viele Menschen im ALG-II-Bezug sind, wie viele Minderjährige im ALG-II-Bezug sind. Ich glaube nicht, dass da viele Kinder von Beamten dabei sind. Deswegen will ich an dieser Stelle sagen, wir müssen uns schon Gedanken machen über die Frage, wo die Vorwürfe gerechtfertigt sind und wo sie auch nicht gerechtfertigt sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich sagen, ja, Kollege Lenders, Sie haben recht, es geht um die Frage, wie fördern wir Gründung, wie fördern wir Innovation, wie kriegen wir es auch hin, angesichts der Tatsache, dass wir im Landkreis Fulda 3% Arbeitslosigkeit haben, da gibt es dann eben nicht mehr die Gründungen, die Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus, aus der Not heraus. Da muss man an dieser Stelle Lust aufs Gründen machen, muss die entsprechenden Förderprogramme bereitstellen, muss auch das Geld bereitstellen. Was die Mikrokredite angeht, haben wir die ausgeweitet von 15.000 auf 25.000 €. Es wird Sie wundern, Stichwort Ausfallrate. Ich habe intern immer einmal gesagt, wenn weiterhin so wenig ausfällt, ist es wohl offensichtlich so, dass man zu wenig Risiko eingeht an dieser Stelle. Ich will jetzt nicht diejenigen, die bei der Bank dafür sorgen, dass wir mit Steuergeld gut umgehen, an dieser Stelle kritisieren. Aber es ist klar, wenn man nur denen Geld gibt, das ist ja genau der Sinn solcher Programme, die sowieso schon Geld bekommen würden, dann ist an dieser Stelle sozusagen ein Problem. Wir haben etwas Zweites gemacht in diesem Jahr, was sich auch im nächsten Jahr zeigen wird. Wir haben einen Innovationskredit neu eingeführt, der von 100.000 bis 7,5 Millionen € geht. Das heißt, wir haben jetzt vom Mikrokredit von 3.000 bis 25.000 € bis zu einer Höhe von 7,5 Millionen € alles, was man an Förderprodukten zur Verfügung stellen kann, ohne irgendeine Lücke dazwischen. Und das ist wichtig, weil da entstehen dann die Arbeitsplätze der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ich will zur Frage der Infrastruktur durchaus noch einmal darauf hinweisen. Ja, wir sind dabei, einen bedarfsgerechten Ausbau, Sanierung und Erhalt auch in der Straßeninfrastruktur zu gewährleisten. Und es ist angesprochen worden, wir werden im Einzelplan 07 im nächsten Jahr insgesamt 144 Millionen € bereitstellen, 90 Millionen € für den Landesstraßenbau, 54 Millionen € für Planung und Umsetzung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen für Bundesfernstraßen und Landesstraßen. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Das ist mehr als im letzten vollen Regierungsjahr der Vorgängerregierung. Wenn Sie in die Verpflichtungsermächtigungen schauen, werden Sie feststellen, dass es auch in den Folgejahren mehr wird, weil wir ein großes Interesse daran haben, die Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, auch vor allem nicht nur in den Ausbau, sondern auch in die Erhaltung der Infrastruktur zu investieren. Ich sage aber ausdrücklich, dass wir da natürlich auch an Grenzen kommen. Wir kommen an Grenzen dessen, was man an Personal findet. Ich will übrigens an dieser Stelle einmal sagen, Herr Kollege Eckert, da ja Stellen und Budget getrennt sind, wenn Sie den Haushalt sich genau anschauen, merken Sie, dass wir das Personalbudget von Hessenmobil um über 4 Millionen € erhöhen. Es kommt also nicht nur darauf an, zu sagen, wie viele Stellen da sind, sondern auch, ob die Stellen besetzt sind und ob man das Geld dafür hat, die Leute zu bezahlen. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber um es sehr deutlich zu sagen, die 25 zusätzlichen Stellen, die wir im letzten Jahr, also im laufenden Jahr, geschaffen haben,
die sind teilweise erst jetzt komplett besetzt, weil sie die Ingenieurinnen und Ingenieure, leider vor allem Ingenieure, gar nicht finden momentan. Und deswegen ist die spannende Frage, für uns eigentlich nicht so sehr, sagen, wie viele zusätzliche Mittel oder Stellen wir da bereitstellen, sondern ob wir am Ende die Leute finden, die für die Umsetzung dieses Geldes eigentlich zur Verfügung stehen. Und deswegen will ich das an dieser Stelle, ich weiß, wir sind in der Haushaltsdebatte, aber noch einmal sagen, wir haben momentan nicht unbedingt das Problem fehlenden Geldes. Wir haben das Problem fehlender Planfeststellungen und fehlenden Personals, um am Ende genau das umsetzen zu können. Und das ist also ein bisschen komplizierter. Und ich will noch einen zweiten Punkt sagen, weil ja auch die Schieneninfrastruktur angesprochen wurde. Jetzt sind wir als Land für die Schieneninfrastruktur erst einmal nicht verantwortlich, weil es entweder kommunal oder sozusagen DB Netz ist. Aber ich will ausdrücklich sagen, Frankfurt-Fulda auf den Weg gebracht wieder. Frankfurt-Mannheim, jahrzehntelanger Stillstand, auf den Weg gebracht. Nordmainische S-Bahn in der Planfeststellung. Drittes und viertes Gleis S6 Richtung Bad Vilbel. Nächstes Jahr geht es los. Regionaltangente West. Das Land ist vor zwei Jahren aufgrund meiner Intervention wieder eingetreten in die Planungsgesellschaft, Planfeststellung auf den Weg gebracht und angekündigt, es geht auch an dieser Stelle los. Und selbst wenn Sie in den Haushalt des Landes Hessen schauen, werden Sie im nächsten Jahr finden, die Vorfinanzierung der Planungskosten für die Wallauer Spange. Das ist der erste Abschnitt Rhein-Main, Rhein-Neckar. Ich weiß nicht, warum ein Konzern wie die Bahn mit 34 Milliarden Jahresumsatz 700.000 € Vorfinanzierung vom Land Hessen braucht. Aber sei es drum, wenn es denn der Sache dient, sind wir auch dazu bereit. Das heißt, wir haben auch dort etwas auf den Weg gebracht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Finanzierungsvereinbarung, da finde ich schon, also ich verstehe ja, wenn man sozusagen den großen Angriff plant, mittwochs auf die Infrastruktur und schlägt dann morgens die Zeitungen auf und sieht irgendwie Doppelseiten in der Rundschau oder sozusagen halbe Seiten in der FAZ mit der Überschrift so viel Geld wie noch nie, dass es dann schwerfällt, den Angriff wirklich glaubwürdig zu Ende zu bringen. Aber noch einmal, wir haben für den ÖPNV in den nächsten fünf Jahren so viel Geld wie noch nie. Wir haben lange dafür gekämpft, dass die Regionalisierungsmittel erhöht werden. Wir haben lange dafür gekämpft, dass sie jedes Jahr um 1,8 % erhöht werden. Wir haben lange dafür gekämpft, dass die Bahn ihre Trassenstationspreise höchstens um 1,8 % erhöht. Wir haben lange dafür gekämpft. Ich bin auch ausdrücklich dankbar dafür, dass auch die Kommunen bereit sind, ihren Teil beizutragen. Und ich habe lange dafür gekämpft, dass das Land erstmals seit 15 Jahren wieder eigenes Geld mit reingibt. Und unter dem Strich werden wir pro Jahr knapp 800 Millionen € haben. Das sind pro Jahr 24 % mehr als in der letzten Finanzierung. Was wollen Sie denn noch? Ich finde, wenn man sich da überlegt, gucken Sie sich die letzte Finanzierungsperiode an und die nächste, und Sie sehen dann pro Jahr plus 24 %, dann ist das sicherlich etwas, womit ich sicher bin, dass RMV, NVV und VRN an dieser Stelle etwas Gutes damit machen können, etwas Gutes damit machen werden und auch ihren Teil dazu beitragen, dass die Leistungen dort gesichert werden. Das war nämlich nicht sicher, dass wir sozusagen nicht in Abbestellungen hineinlaufen, nicht nur gesichert werden, sondern auch an den Stellen, wo es nötig ist, ergänzt. Und was das Schülerticket angeht, da will ich noch einmal ausdrücklich sagen, wir haben nicht nur 11,5 Millionen € im Haushalt 2017, sondern, wenn Sie sich die Verpflichtungsermächtigungen anschauen, auch die ausdrückliche Feststellung, dass das Land bereit ist, pro Schuljahr 20 Millionen € für mögliche Fahrgeldausfälle zur Verfügung zu stellen, um dieses Projekt nach vorne zu bringen. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir am Ende mit diesem Projekt viel mehr erreichen werden, als manche jetzt glauben, weil ich so sicher bin, dass dieses Angebot so attraktiv ist, dass es viele, viele neue Kundinnen und Kunden, Schülerinnen und Schüler und auch vor allem Auszubildende, wo die Wege über die Kreisgrenzen total normal sind, zum Arbeitsplatz, zur Berufsschule, dass ich sicher bin, dass wir so viele neue Kunden für den ÖPNV, für die Jahreskarte Schülerticket gewinnen werden, dass es uns am Ende gelingen wird, dass viel weniger an Fahrgeldausfällen. Herr Minister. Der Kollege Schäfer-Gümbel möchte Ihnen eine Frage stellen. Das machen wir. Drücke mal drauf. Jetzt ist es an.
Herzlichen Dank. Ich versuche es zumindest. Herr Minister, ich habe ja gestern gesagt, dass ich es ausdrücklich würdige. Der Kollege Eckert hat das auch getan. Trotzdem sind zwei Fragen im Raum, die hätte ich gerne erklärt. Eine habe ich gestern schon gestellt. Gibt es jenseits der 11 Millionen im nächsten Jahr und der Verpflichtungsermäßigung bis zu 20 Millionen im übernächsten Jahr eine Patronatserklärung, dass, wenn es höhere Ausfälle gibt, diese gedeckt werden durch das Land? Ich höre, dass es eine Protokollerklärung einer Kabinettsvorlage aus der letzten Woche gebe, dass das so sei. Dann wäre das gut. Aber ich hätte es gerne hier im öffentlichen Raum gehört, auch mit Blick auf die Sicherheit. Zweite Frage. Auch in Würdigung der Anstrengungen des Landes, jetzt mehr Geld reinzugeben. Alle Berichte haben gestern auch bzw. heute Morgen gesagt, das ist gut. Der beschränkende Faktor für den Ausbau des ÖPNV sind die Strukturdefizite bei der Infrastruktur. Gibt es seitens Ihres Hauses oder von Ihnen auch einen Infrastrukturentwicklungsplan, um diese Defizite zu lösen, die am Ende ja die Beschränkungen auslösen? Herr Minister. Vielen Dank. Also, um es noch einmal klar zu sagen, wir gehen jetzt beim Schülerticket in die konkrete Umsetzung. Die konkrete Umsetzung bedeutet, dass wir als Land uns bereit erklärt haben, für die nächsten drei Schuljahre, wenn Sie so wollen, in einen Probebetrieb einzusteigen, dass wir in diesen nächsten drei Schuljahren bereit sind, pro Jahr bis zu 20 Millionen € zu tragen, falls es zu Fahrgeldausfällen kommt. Und dass wir, sollte es über 20 Millionen Fahrgeldausfälle kommen, natürlich in Diskussionen mit den anderen Vertragspartnern einsteigen, wie man diese Situation dann verändern will. Das gibt es, diese Bereitschaft gibt es, dass wir als Land sagen, wir wollen dann, falls es wirklich so kommen sollte, natürlich niemanden im Regen stehen lassen. Ich sage Ihnen aber auch, ich bin überzeugt davon, dass sich dieser Fall überhaupt nicht eintreten wird, weil die Erfahrung mit der Clevercard in Frankfurt, die Erfahrung mit Semesterticket und anderem zeigen, dass am Ende ein attraktives Angebot dazu führt, dass man sozusagen durch Preissenkung dafür sorgen kann, dass am Ende so viel mehr angenommen wird, dass es am Ende zu den Ausfällen gar nicht kommt, meine sehr verehrten Damen. Bitte was? Weil es sozusagen natürlich keine Erklärung gibt, dass man, egal was passiert, überhaupt nicht mehr über die Frage redet, was am Ende, also ich meine, deswegen geht man ja in einen Probebetrieb, das ist wie mit RMV Smart, sozusagen 3 Jahre Betrieb, um Erfahrungen zu sammeln und dann die Erfahrungen auszuwerten. Ich bin aber sehr, sehr sicher, dass am Ende alle damit zufrieden sein werden. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass auch in den Verbünden die Diskussion sich durchaus, ich sage es mal so, beruhigt hat, dann glaube ich, dass wir dort vorkommen. Und ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, Stichwort Patronatserklärung. Ich verstehe nicht den Vorwurf Werbekampagne für den Verkehrsminister. Es gibt keine Werbekampagne für den Verkehrsminister. Es gibt eine Werbekampagne für das Schülerticket, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und je erfolgreicher die Werbekampagne für das Schülerticket ist und je mehr es uns gelingt, dass vom allerersten Tag an möglichst viele dieses Ticket kaufen, umso geringer wird der Zuschussbedarf sein, dann wird dieses Problem überhaupt nicht entstehen. Genau deswegen machen wir die Werbekampagne. So, und deswegen an dieser Stelle, ich weiß, ich möchte nicht zu viel Zeit, bin wahrscheinlich schon über die Zeit, deswegen ist es mir doch wichtig, nein, möchte mir kein Beispiel am Ministerpräsidenten nehmen. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, nein, wir haben noch ein paar andere Sachen, die mir aber wichtig sind im nächsten Jahr. Wir haben Infrastruktur. Ja, im Prinzip gibt es den Infrastrukturplan ja. Frankfurt Rhein-Main Plus ist sozusagen eine Antwort darauf, was eigentlich nötig wäre. Das Problem ist, dass von den Maßnahmen von Frankfurt Rhein-Main Plus in den letzten 12 Jahren eine einzige begonnen wurde, und zwar vorletzte Woche. Das ist die S-Bahn-Station Gateway Gardens. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass nicht nur die guten Sachen aufgeschrieben werden, wir wissen ja überall, wo die Engpässe sind, sondern dass wir am Ende zu einer schnelleren Umsetzung kommen, auch mit der Bahn AG. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir an dieser Stelle schneller werden können, weil die Bahn verstanden hat,
dass eine Lösung ihrer bundesweiten Probleme ohne eine Verbesserung der Schieneninfrastruktur im Knoten Frankfurt nicht möglich ist, weil nun einmal hier alles durch muss. Und das genau ist das Problem. Und jede Verbesserung im Fernverkehr nützt dem Nahverkehr, weil wir in Frankfurt-Rhein-Main den größten Anteil von Schieneninfrastruktur haben, der sowohl von Fern- als auch von Regionalverkehr gleichzeitig genutzt wird. Das ist unser großes Problem, und das müssen wir verändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, die Digitalisierung. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Ja, es ist eine Gestaltungsaufgabe, die unsere Gesellschaft verändert. Genau deswegen haben wir die Strategie Digitales Hessen auf den Weg gebracht. Wir fördern das auch mit einem neuen Förderprodukt Digitales Hessen. Im nächsten Jahr ein Bewilligungsvolumen von 5,5 Millionen €. Die Bereitstellung von 36 Millionen € zur Kofinanzierung der kommunalen Anträge für das Bundesprogramm für investive Maßnahmen, Stichwort Breitband. Dort noch einmal ausdrücklich ein Fokus auf Glasfaseranschlüsse für Schulen und Unternehmen. Und wir wollen auch im digitalen Hessen Innovationsprojekte fördern. Wir wollen einen Digitalisierungscheck anbieten, gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen, die bisher denken, dass sie damit nichts zu tun hätten, dass das nur die Großen betrifft. Nein, es betrifft auch sie. Und ich bin sicher, dass wir da die hessische Wirtschaft in diesem Transformationsprozess unterstützen können. Und ich will noch einmal sagen, danke für das Lob, Herr Kollege Lenders, was das Tech-Quartier angeht. Das ist auch so eine Art Gründerzentrum in diesem Bereich, was dringend nötig ist. Und ich will zum Breitband auch noch einmal sagen, wir haben doch am 12. September 2016 den ersten Spatenstich im Cluster Nordhessen gehabt. Das ist das größte Breitbandausbauvorhaben in der Europäischen Union. Also an dieser Stelle sind wir doch dabei, genau das zu tun, was Sie einfordern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen würde ich Ihre Kritik, naja, ich sage es mal so, noch nicht einmal als Ansporn nehmen, weil wir sind ja schon dabei, das genau zu tun. Und wenn wir es dann am Ende alles einweihen, sind Sie wieder herzlich eingeladen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur Energiewende, letzter Punkt, der mir an dieser Stelle noch wichtig ist. Wir sind dort dabei, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, aber auch die kontinuierliche Entwicklung der zugrunde liegenden Technologien, investive, nicht investive Maßnahmen sowie Förderprogramme und Beratungsangebote. Ich will ausdrücklich sagen, wenn ich sehe, dass die FDP beantragt hat, das alles zu streichen, weiß ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Herr Kollege Lenders. Ich will einen allerletzten Punkt sagen, der mir wichtig ist, gerade wenn ich sehe, was für ein Bild gezeichnet ist. Von der heutigen Debatte, da wird keine Zeitung darüber berichten, das wird nicht in der Hessenschau sein, zu sagen, auf der Tribüne sitzen vor allem Leute, die im Landesdienst sind. Eine Frage, nee, wir sollten sie nicht lassen. Wir sollten sie nicht lassen. Aber ich will noch einmal sagen, wir alle machen uns Gedanken über die Frage, was eigentlich Bild von Gesellschaft ist, was Zusammenhalt von Gesellschaft ist. Ich will ausdrücklich sagen, ja, wir müssen eine Antwort auf die Frage geben, wie wir es schaffen, dass von einem Aufschwung, dass von guter wirtschaftlicher Lage möglichst alle profitieren und alle auch die Chance sehen, davon zu profitieren. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Aber ich will auch noch einmal sagen, dass es vielleicht, wenn wir ehrlich sind, weder der Hälfte der US-Amerikaner noch einem Viertel der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern heute schlechter geht als vor 10 Jahren. Es ist am Ende, wenn man sich bestimmte Wahlergebnisse anschaut, auch ein Sieg, wenn ich das einmal so sagen darf, der schlechten Laune. Und die Frage, was eigentlich unsere gemeinsame Aufgabe ist, zu sagen, einerseits Wohlstandszuwächse besser zu verteilen, ja, auf jeden Fall, aber gleichzeitig am Ende uns auch zu überlegen, ob wir nicht ein Bild zeichnen, was mit der Realität in bestimmten Bereichen eben dann doch nichts mehr zu tun hat, und ob wir am Ende, wenn wir Ansprüche formulieren, die objektiv unerfüllbar sind, unseren Teil dazu beitragen, dass Populismus nach vorne kommt. Und deswegen ein Fortschrittsversprechen gerade der gesellschaftlichen Linken, die Stärke der gesellschaftlichen Linken, Herr Kollege Eckert, Frau Kollegin Wissler, war immer, dass sie auch Hoffnung gemacht hat und nicht nur ein Bild sozusagen der Katastrophe gezeichnet hat. Und deswegen
Und deswegen ist das ein Punkt, wo wir gemeinsam uns Gedanken machen müssen über die Frage, wie wir am Ende zu gesellschaftlichem Fortschritt kommen, der möglichst viele erreicht, der dann aber auch als solcher wahrgenommen werden muss. Und ich jedenfalls für meinen Teil habe mir vorgenommen, an genau diesem Fortschritt zu arbeiten. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr zu 07. Dann darf ich noch einmal, weil darum gebeten wurde, einen Zwischenstand geben. Wir haben noch an Redezeit CDU 36, SPD 28, Grüne 31, Linke 32, FDP 33, die Frau Kollegin Öztürk 10, Landesregierung 14. So, das ist der Stand der Dinge. Und jetzt seht zu, wie einig wird.